Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Simon und ich möchte dir gerne in diesem Video Klopftechnik gegen Angst zeigen. Wahrscheinlich geht es dir wie vielen anderen auch momentan in dieser aktuellen Situation. Das Thema Angst ist ein Thema, was weltweit momentan eine große Rolle spielt. Und in diesem Video soll es darum gehen, eine Klopftechnik gegen Angst und eine Klopftechnik, um Angst aufzulösen. Und zwar Angst, die sich ja als Primärgefühl im Körper in irgendeiner Form bemerkbar macht. Meistens in irgendeiner Form von Stress, Anspannung, wie auch immer sich das im Körper zeigt. Meistens geht es einher mit irgendwelchen Funktionen, wo in irgendeiner Form mehr Transmitter, Neurotransmitter ausgeschüttet werden, wo mehr Adrenalin, Noradrenalin, also die ganzen Stresshormone ausgeschüttet werden. Das sind so normalerweise diese biochemischen Prozesse, die ablaufen. Und das führt dazu, dass wir Verspannung bekommen, dass sich Gedanken auftun, die in irgendeiner Form nicht nützlich sind, die wenig entspannt sind und so weiter und so fort. Und das Ganze gibt dann sowas wie ein Gefühl, was in der Psychotherapie als ein Primärgefühl gilt. Und das ist die Angst. Und die Angst ist ja etwas, was sehr verbreitet ist und normalerweise auch zum Leben natürlich dazugehört. Es ist einfach nur mal so. Aber es gibt sowas wie, man könnte es unterteilen in eine Angst, die in irgendeiner Form sinnvoll ist, also wo es darum geht, sich selber zu schützen in einer Situation, wo es darum geht, das eigene Leben zu schützen. Und es gibt Ängste, die irrationaler Art sind. Irrationaler Art Ängste wären zum Beispiel solche Ängste wie zum Beispiel, weiß ich, Spinnen zum Beispiel. Oder man steht auf einem hohen Turm, schaut runter, es ist ein sicheres Geländer oder vielleicht sogar noch eine Plexiglaswand noch davor, man schaut runter und hat trotzdem Angst, in irgendeiner Form in diese Tiefe zu fallen und das führt dann zu diesen unerwünschten Reaktionen im Körper. Also Angst ist recht vielfältig und momentan ist es halt eben eher so, dass dieses Primärgefühl von Angst sich ja darauf basiert, in irgendeiner Form sich anzustecken und im weitesten Sinne natürlich dann, es geht ja nicht so sehr um diese Ansteckung, sondern was dann schlimmstenfalls passieren würde, das ist immer eine gute Frage. Also wenn Angst sowieso eine Rolle spielt, man hat eine Angst oder die spürt man im Körper, und das Gefühl ist da, man hat die ja nicht, aber das Gefühl ist da, dass man sich fragt, was wäre denn das, was am schlimmsten was schlimmstenfalls passieren könnte. Und da wäre beim Thema der Ansteckung natürlich das Thema Sterben, Tod. Und somit müsste man, wenn man das jetzt wirklich klopfen würde, im Grunde genommen die Angst vor dem Tod oder die Angst vor dem Ende des Lebens müsste man dann klopfen. So. Ich will das jetzt nicht so dramatisch machen und habe mir gedacht, ich verbinde das einfach mal. Ich wollte jetzt aber nicht irgendwie einfach nur so eine Spinnenphobie klopfen oder sowas. Ich glaube, da gibt es auch reichlich Informationen im Internet dazu. Oder in irgendeiner Form eine Höhenangst klopfen oder eine Platzangst oder sowas. Also diese ganzen irrationalen Ängste. Und im Grunde genommen ist es auch so, diese Klopftechnik, die ich jetzt hier gleich zeige mit den 4 Punkten und mit dem Einstimmungssatz, die ist auch sowieso auf jede Angst in irgendeiner Form anwendbar, weil es ist ja so in der energetischen Psychologie, wozu das Klopfen halt eben zählt oder die Klopftechniken halt eben dazu zählen, dass es darum geht, die Angst möglichst spezifisch anzusprechen. Am besten sogar noch so spezifisch, dass man das Gefühl, wie es sich im Körper, diese Angst zeigt, und zwar wo sie sich zeigt. Und wenn man es ganz genau machen wollte, dann würde man zum Beispiel sogar noch die Oberflächenbeschaffenheit dieser Angst, also wie sie sich im Körper anfühlt, ist es ein raues Gefühl, ist es ein glattes Gefühl, ist es mehr im Körper drin, ist es mehr an der Oberfläche. Also wenn man es ganz genau spitz nehmen würde, dann würde man jetzt, wenn man zu einem Profi gehen würde, das sowieso in dieser Form nochmal viel mehr eruieren auch, um es möglichst passgenau zu machen, weil es ist bei allen Klopftechniken so, dass desto präziser angesprochen wird, um was es da geht, dass die Chance sehr viel größer ist, das zu balancieren und zu neutralisieren und aufzulösen. Das kann ich in diesem Video natürlich einfach so gar nicht darstellen. Es ist ja hier keine 1:1-Situation und insofern geht es einfach darum,
Trotzdem ein Selbsthilfewerkzeug, und das ist ja die Klopftechnik, oder alle Klopftechniken sind ja letztlich auch Selbsthilfewerkzeuge, dieses zur Verfügung zu stellen, so dass man damit auf jeden Fall schon mal sehr viel machen kann und für sich selber auch gestalten kann. Das Klopfen, die Klopftechnik oder das Klopfen ist ja normalerweise, wird das mit EFT in Verbindung gebracht. Das EFT hat in der klassischen Variante 14 Punkte. Die sind meiner Meinung nach nicht immer nötig. Da beziehe ich mich tatsächlich hier auf Callahan, der sehr gute Algorithmen in seiner Schaffenszeit gefunden hat, die zu den einzelnen diversen Problemen, die Menschen halt eben haben, auch angewendet werden können. Und ich habe mich hier entschieden, das Klopfen, damit es auch sozusagen von vielen Leuten gemacht wird, weil meine Denke ist oft die, dass es manchmal gar nicht so sehr gemacht wird, weil 14 Punkte zu klopfen und dann nochmal vielleicht eine Runde damit zu machen und dass das viele schon einfach abschreckt. Deswegen 4 Punkte, und das ist die sogenannte NAM-Methode, kommt aus dem Englischen, Negative Affective Erasing Method. Also negative Affekte, wozu ja die Angst zählt. Erasing, also auszuradieren. Die Amis sind ja manchmal immer so ein bisschen powerful Method-Methode jetzt. Und diese NAM-Methode besteht aus 4 Punkten. Und diese 4 Punkte, die gehe ich mal ganz kurz jetzt durch, damit du eine Orientierung hast. Wir klopfen nur auf den Zentralmeridianen, also auf diesen Lenkergefäßen. Und zwar auf dem Gouverneursgefäß und auf dem Zentralgefäß, und das sind insgesamt, wie gesagt, 4 Punkte. Der erste Punkt, den wir behandeln nachher, ich sage immer behandeln, manchmal klopfen, behandeln, das ist der erste Punkt, das ist das Zentralgefäß, also hier auf dem Lenkergefäß, und zwar GG24 ist das, und zwar klopfen wir hier, also ich klopfe immer mit einem Finger oder mit zwei Fingern kannst du es machen, ich klopfe immer ganz gerne mit einem Finger. Das ist dieser Punkt hier mittig der Stirn, der so oft auch als Zirbeldrüse genannt wird, oder wo die Glabella ist hier. Und diesen Punkt, den klopfen wir. Das ist der erste, wo wir starten, der viel mit dem Thema Trauma, Angst zu tun hat. Dann klopfen wir unter der Nase auf dem Gouverneursgefäß GG26. Auf diesem Lenker, also diese Konzeptionsgefäß, das sind diese zentralen Meridiane. Der eine verläuft halt eben so und der andere verläuft hier unten so Richtung Schambein. Der nächste Punkt ist hier ZG24 auf dem Zentralgefäß. Und der letzte Punkt, das ist kein Akupunkturpunkt, das ist die Thymusdrüse. Die Thymusdrüse steht immer in Verbindung damit, da sagst du halt eben, das Immunsystem zu stärken und so weiter und so fort. Und die wird so normalerweise auch so, vielleicht hast du es auch schon mal gesehen bei Sportlern, die machen das häufig, oder wenn einer eine Rede hält und geht auf die Bühne, dann klopft er nochmal so kurz hier so auf seine Thymusdrüse, um sich nochmal sozusagen zu pushen, nochmal Power zu geben und so weiter und so fort. Das ist dieser vierte Punkt, den klopfen wir so mit der leichten Faust. Diese 4 Punkte, die verbinden wir miteinander nachher beim Klopfen. Und dann ist es natürlich so von der Zutat her, dass hiermit würden wir jetzt natürlich die Erinnerungssätze, also der Erinnerungssatz ist dann immer diese Angst, das ist der Erinnerungssatz, diese Angst XYZ, das ist der Erinnerungssatz. Man hängt dann immer das Thema da eben dran an. Und was wir aber brauchen, um zum Einstimmen, damit das Unbewusste auch überhaupt weiß, um was es überhaupt geht, wenn du möchtest, vielleicht auch noch im Kontext von, wenn du eher so denkst, das Unbewusste und das Höhere Selbst, wobei das Höhere Selbst weiß sowieso, um was es geht, aber das Unbewusste muss informiert werden, aus meiner Sicht. Funktioniert das so therapeutisch gesehen, und da ist es halt eben sinnvoll, dem Unbewussten zu sagen, was soll es überhaupt tun und was geht es überhaupt? Und da braucht es halt eben eine Ansage bezogen darauf, den Behandlungssatz zu formulieren. Und dieser Behandlungssatz, wo manchmal die Leute Schwierigkeiten haben, und hier würde ich einfach empfehlen, selbst wenn du jetzt nachher klopfen würdest und würdest das Thema gar nicht mitklopfen, was ich jetzt hier einfach mache, das ist ja alles austauschbar, dann würdest du halt einfach dein Thema nehmen, was dir gerade dazu einfällt, wenn es halt eben eine irrationale Angst ist, wie ich es eben beschrieben habe, in Angst zum Beispiel, es könnte auch eine allergene Reaktion sein zum Beispiel oder was auch immer, oder eine Angst vor, dass die Pollen jetzt wieder fliegen oder sowas. Also sowas könnte es auch sein sogar. Oder was vor Ansteckung oder was auch immer. So, und da setzt du das halt eben einfach ein. Oder eine Spinne von mir aus, ja, so. Und es geht darum,
das zu neutralisieren, zu balancieren, ohne großartig so tief einzusteigen, so dass das halt eben anwendbar ist für jemand, der das jetzt einfach so sieht und einfach den Impuls hat, tatsächlich was schon mal mit seiner Angst tatsächlich zu arbeiten, dir mit diesem Gefühl der Angst, mit diesem Primärgefühl der Angst zu arbeiten, um das tatsächlich runter zu pegeln, runter zu balancieren und dann halt eben wieder in einen entspannteren, viel besseren Zustand zu kommen, in einen energetischeren Zustand reinzukommen, in bessere Gedankentools reinzukommen und so weiter und so fort. So, dafür braucht es halt eben einen Behandlungsansatz. Ich habe mich entschieden, eben aufgrund dieser aktuellen Situation und weil ich jetzt nicht sowas machen wollte wie Spinne oder sowas, Angst vor Ansteckung, also Angst, mich anzustecken und im weiteren Sinne dann eben auch zu sterben oder qualvoll zu sterben sogar vielleicht. Und das wäre jetzt sozusagen mein Thema, mit dem ich starte. Und wenn wir jetzt klopfen, egal ob wir mit 4 Punkten oder mit 14 Punkten oder mit 100 Punkten klopfen würden, braucht es am Anfang immer sowas wie, und das ist jedenfalls sinnvoll, damit man weiß, ob man überhaupt Erfolg hat, damit das Thema überhaupt runterbalanciert wird, braucht man am Anfang sowas wie so eine Messung des Stress, des subjektiven Stress, Volumens, was der Körper sozusagen momentan hat auf dieses Thema. Nun gehe ich mit diesem Thema recht entspannt um. Momentan bilde ich mir jedenfalls ein, dass ich damit recht entspannt umgehe. Aber ganz frei bin ich davon nicht. Bin genauso an das morphogenetische Feld angeschlossen wie ihr, die ihr das jetzt seht, auch. Und insofern ist es so, die Angst ist halt eben auch im Zeitgeist drinne und da ist mein Körper dann natürlich auch nicht frei davon. Ich könnte jetzt hingehen und könnte das sozusagen nochmal testen sogar. Ich kann ganz gut mit meinem Muskeltest arbeiten für mich selber. Ich habe da großes Vertrauen in mein Unbewusstes und könnte jetzt hingehen und könnte halt einfach nochmal sagen, Christoph, ist es jetzt in Ordnung, zu deinem höchsten Besten für dieses Thema Angst, mich anzustecken und qualvoll zu sterben, zu testen? So, dann würde ich jetzt hier einfach mal testen. Das ist in Ordnung. Also testet stark, das wäre in Ordnung. Und jetzt würde ich sogar noch mal testen, dass Angst in mir eben auch momentan vorhanden ist. Angst bezogen auf dieses Thema ist in mir, in meinem Organismus derzeit vorhanden, ebenfalls da. Das heißt, ich habe auf jeden Fall Aspekte davon. Und jetzt würde ich einfach mal raten von mir aus. Man kann es auch testen, dann ist man noch genauer. Aber raten ist auch gut, weil das Unbewusste gibt immer eine gute Antwort darauf, zu sagen, ich denke mal an das Thema, Angst, mich anzustecken und qualvoll zu sterben, auf einer Skala von 0 bis 6, und nimmt immer eine Skala von 0 bis 10, das hat sich so eingebürgert in der energetischen Psychologie. Und da würde ich jetzt so spontan mal so sagen, ist bei 6. Und das ist schon noch recht hoch, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, aber ist tatsächlich so erstmal. Und deswegen ist es gut, das auch als Anschauungsmaterial hier zu nehmen, weil es jetzt nicht einfach aus der Luft gegriffen ist, sondern tatsächlich auch in meinem Organismus drin ist. Und während ich hierzu spreche, könnte ich mich, das könntest du eben auch machen, fragen, wo sitzt denn diese Angst in meinem Körper? Also wo zeigt sich denn diese 6 eigentlich? 6 ist ja etwa nur eine Zahl, die ja aber trotzdem in irgendeiner Form vorhanden ist und sich im Körper zeigen müsste. Und da bekomme ich eben hier so in diesem Bereich, im Brustbereich, das haben wahrscheinlich mehrere Leute auch. Hier würde sich diese Angst bei mir, die zeigt sich hier gerade so momentan. Ich merke es auch jetzt hier so beim Sprechen. Da kommt so eine, es kann auch vielleicht ein bisschen vermischt sein mit der Aufregung von dem Video jetzt hier, dass ich spreche. Aber ich denke mal, das ist schon ganz gut hier von diesem Punkt her. So, und jetzt legen wir einfach los und ich empfehle dir einfach, mach das, was ich auch mache. Mach einfach mit. Gucke, dass ich das schön langsam mache, sodass du gut mitkommst. Und dann würde ich vorschlagen, starten wir einfach. Als allererstes beginne ich mit in dieser Näh-Methode, in dieser Klopftechnik gegen Angst, beginne ich mal damit, überhaupt mein Immunsystem zu stärken. Und mein Immunsystem stärken geht hier mit dieser Thymusdrüse halt eben ganz gut. Das ist so eine ganz gute Idee. Und jetzt lade ich dich ein, einfach mal mitzuklopfen hier, diesen Bereich so, man sagt so 7 cm unterhalb hier, wo die Drosselgrube zu Ende ist, dann geht es dann um Brustbein 7 cm runter. Also hier, wo ich klopfe, so, das ist ja ein sehr
Anwenderfreundliches Verfahren, alle Klopftechniken sind anwenderfreundlich, kann man nicht viel verkehrt machen. Klopfe ich hier und spricht es mir dann einfach das nach, was ich jetzt einfach mal sage. Ich liebe, ich glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Jetzt bringe ich es mir mit dem Possessivpronomen noch in Verbindung. Ich liebe mich, ich glaube an mich, ich vertraue mir, ich bin dankbar und mutig. Und das kann man noch ein drittes Mal machen. Ich liebe mich, ich glaube an mich, ich vertraue mir, ich bin dankbar und mutig. Dann einmal einatmen, ausatmen. Das gehört immer so standardmäßig nach jeder Einheit, wo irgendwo sowas, wo etwas endet, wird in der energetischen Psychologie normalerweise eingeatmet und ausgeatmet. So, und dann würde ich anfangen, den Behandlungssatz, weil das Unbewusstsein muss ja wissen, um was es gehen soll, und den kann man eben in Klopftechniken generell mit zwei verschiedenen Versionen ansprechen. Einmal, das ist so, was ich so eingedeutscht, vereinheitlicht hat, dass man das Thema aktiviert über das Klopfen des Handkantenpunktes hier, Dünndarm 3 ist das, dieser Punkt. Den könnte man jetzt nehmen, aber ich bin nach wie vor ein großer Freund dieses neurolymphatischen Reflexpunktes, dieses heilenden Punktes, wie er so schön heißt, oder Wunderpunkt, weil er immer so ein bisschen wehtut. Und dafür lade ich dich halt einfach mal ein. Also hier vom Beginn, da wo das Brustbein beginnt, so 10 cm runter zu gehen. Das ist hier ungefähr bei mir, hier so, wo mein Reißverschluss jetzt hier so zu Ende ist. Dann auf die linke Seite rüber zu gehen. Nochmal so 10 cm und das ist bei mir hier in diesem Bereich, hier so, halt mal den Finger hier hoch, also das vielleicht ein bisschen von unten ist vielleicht besser, also hier so in diesem Bereich, da wäre das. Tut es auch ein bisschen weh, da ist auch eine kleine Vertiefung und die wird einfach so gerieben, so wie ich das jetzt hier auch mache. Und da tut es auch tatsächlich, wahrscheinlich wirst du es auch merken, da ist meistens so ein Schmerz, da sammeln sich Giftstoffe, also so Lymphe, Neurolymphe, also Toxine halt einfach so. Und wenn ich da jetzt so reindrücke, dann tut es meistens weh. Und dieser Punkt, der wird aktiviert, indem der einfach im Uhrzeigersinn gerieben wird. So wie ich das jetzt hier auch mache. Und das verbinden wir jetzt mit einem Einführungssatz oder mit einem Behandlungssatz. Und dieser lautet, der ist ja standardmäßig in diesen Klopfverfahren, in diesen Klopftechniken so: Auch wenn ich Angst habe, mich anzustecken und dann qualvoll zu sterben, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und das mache ich gerne dreimal, auch wenn ich Angst habe, mich anzustecken und qualvoll zu sterben, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Währenddessen halt eben reiben und ein drittes Mal, auch wenn ich Angst habe, mich anzustecken und qualvoll zu sterben, dann liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Das ist mein Unbewusstes informiert, das weiß jetzt, um was es geht. Und jetzt würde ich beginnen, einfach als Erinnerungssatz, man erinnert deswegen, Erinnerungssatz deswegen, weil man einfach ans Problem wieder erinnert und klopft halt dann eben aber diese Akupunkturpunkte. Und der erste Punkt ist ja hier der, den ich eben genannt habe, ZG24, Entschuldigung, GG24 ist das Lenkergefäß. Erstmal einfach so klopfen, man kann das ja auch ohne Thema klopfen, so, und jetzt verbinden wir das mit dem Thema. Diese Angst, mich anzustecken und qualvoll zu sterben. Während jedes Punktes, wo ich klopfe, gucke ich, dass ich auch einmal einatme. Das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, weil ich auch gleichzeitig spreche. Aber so ist es normalerweise, dass man dann auch einfach einmal einatmet. Das mache ich jetzt mal ganz besonders, gesondert. Brauchst auch normalerweise nicht so lange zu klopfen, wie ich das jetzt hier mache. Das ist auch ein bisschen Anschauungsmaterial oder Anschauungsunterricht. Jetzt kommen wir zum Gouverneursgefäß, GG26 unter der Nase.
Punkt, der ist beim Thema Scham besonders wichtig. Diese Angst in mir, mich anzustecken und qualvoll zu sterben. Dann war dieser Atemzug, dann gehen wir zum nächsten Punkt, Zentralgefäß hier unter der Unterlippe. Diese Angst in mir, mich anzustecken und qualvoll zu sterben. Jetzt muss ich schon gähnen, das ist normalerweise ein gutes Zeichen beim Klopfen. Merke ich jetzt schon, 3 Punkte geklopft, es kommt schon gähnen, es gibt eine Neuorganisation im Körper. Der Körper, der verändert sich sozusagen in seiner Energetik, in seiner Statik, bezogen auf dieses Thema des Stresses. Dann kommen wir zum Thema, zum nächsten Punkt, das ist hier die Thymusdrüse. Und die Thymusdrüse klopfe ich immer so ganz leicht mit der Faust, so wie ich das eben schon gemacht habe. Und dann spreche ich wieder diese Angst in mir, mich anzustecken und qualvoll zu sterben. Und danach einmal einatmen und ausatmen, so wie ich es gerade gemacht habe. Nun, ich habe wieder gähne. Das ist wie gesagt ein super Zeichen. Wenn das bei dir passieren sollte, dann ist auf jeden Fall so, dass du auf einem sicheren, guten Weg bist. Ich habe noch vergessen zu sagen, bevor man anfängt zu klopfen, hätte ich natürlich vorher machen können, immer vorher, das ist besonders wichtig, oder es ist gut, besonders wichtig, wenn es mir dahingestellt, einen Schluck Wasser zu trinken. Mache ich jetzt nochmal. Am besten halt, bevor man anfängt zu klopfen. Jetzt haben wir den ersten Durchgang gemacht. Es waren ja nur diese 4 Punkte. Ich habe ja gesagt, Klopfanleitung gegen Angst mit der NAM-Technik, mit der NAM-Methode. Negative Effective Erasing Method. Und wenn das alles so toll ist, wenn das so gut funktioniert, weil es ist ja ein super Selbsthilfewerkzeug, dann müsste es jetzt so sein, dass mein Stressniveau bezogen auf dieses Thema, was ich jetzt geklopft habe, mit Behandlungssatz und den Erinnerungssätzen halt eben schon runter ist. Also das heißt, der Stress, der sinkt im Körper. Und wenn ich jetzt, nach jedem Durchgang, macht man das normalerweise so, dass man halt eben fragt, auf dieser Skala von 0 bis 10, wo bin ich jetzt? Und jetzt gehe ich mal so durch meinen Körper durch. Das würde ich wieder raten, ich könnte es natürlich noch genauer machen und könnte testen. Und ich sage mal so spontan, rate, bin ich bei 5. Das heißt, ich bin einen Punkt runtergekommen. Und das ist schon mal gut, ein Punkt bei so einem heftigen Thema. Vielleicht sind es sogar 4,5, aber 5 auf jeden Fall. Und ich könnte das jetzt mal so testen bei mir, das mache ich ganz gerne zwischendurch. Und zwar, dass ich sage, das Thema oder der Stress liegt momentan bei 5. Muss ich wieder gähnen? Das sind so die Nachwirkungen von diesem ersten Durchgang. Und zwar, das Niveau, das Stressniveau liegt bei 5. Es ist jetzt in Ordnung, dazu zu testen. Ja? Das Stressniveau bezogen auf dieses Angstthema liegt momentan bei 5. Nein, es ist nicht. Das Thema liegt unter 5. Okay? Das Stressniveau liegt unter 5. Das Stressniveau liegt bei 4. Das Stressniveau liegt über 4. Das Stressniveau liegt bei 4. Okay, also bei 4. Habe ich jetzt sogar schon höher geraten, bei 5 ist es sogar runter, 2 Punkte sogar, ist jetzt bei 4. Wunderbar. Und nun kommt ein schöner Kniff. Man könnte natürlich jetzt einfach wieder das Thema nochmal, man sagt ja immer so auf 0 zu kommen. Meine Erfahrung ist als Profi, wenn ich mit Menschen klopfe, 0, das ist irgendwie, vielleicht hat es auch was mit Deutschsein zu tun, ich weiß es nicht. Also jedenfalls gibt es oft sowas, so eine Idee, sicherheitshalber doch noch mal eine 1 zu sagen, also wenn es dann ganz weg ist oder so, also man weiß nicht so richtig. Also nach meiner Erfahrung ist 0, wird 0 oft gar nicht genannt. Aber so in diesem Bereich von 1, 2 reinzukommen, das ist schon super, aber das bedeutet auf jeden Fall, ich kann damit sehr viel entspannter, sehr viel besser, sehr viel optimistischer umgehen, bekomme wieder bessere Gedanken, ich bin wieder kraftvoller, ich kann wieder in die Zukunft schauen und so weiter und so fort. Und jetzt würde man einen zweiten Durchgang machen und den zweiten Durchgang würde ich jetzt einfach mit reinnehmen,
weil das ist ja schon um 2 Punkte gesunken, das, was noch übrig ist von dieser Angst. Ja, und das kann man immer nur machen, erzähle ich auch in meinen Nichtraucherseminaren, das kann man nur machen, dieses Wording, meine restliche Angst, wenn vorher schon das Stressniveau gesunken ist. Wenn das bei dir jetzt nicht gesunken ist und wenn es, und dann muss man sehr genau sein, also selbst ein halber Punkt weniger, könntest du auf jeden Fall schon jetzt meine restliche Angst sagen. Wenn es nicht der Fall sein sollte, dann einfach noch mal eine Runde zu klopfen. Und zwar so lange zu klopfen, bis sich tatsächlich was bewegt. So. Aber in aller Regel ist das Unbewusste freundlich und wenn man das richtig anspricht, dann geht das auch in aller Regel wenigstens einen halben bis einen Punkt immer runter nach dem ersten Durchgang. So, und jetzt könnte man halt eben eine zweite Runde dranhängen. Und jetzt mache ich aber noch mal einen kleinen Kniff. Und zwar gehe ich noch mal auf diese Behandlungsebene mit dem Problem, weil es ist beim Thema Angst, beim Thema Wut, Zorn, all sowas aufzulösen, hat man es ja oft mit Imprints zu tun, also mit negativen Glaubenssätzen oder man hat sozusagen mit Erfahrungen zu tun, auch mit familiären Verstrickungen hat man es zu tun, wo zum Beispiel möglicherweise das Thema Angst oder was auch immer damit, der Umgang damit in der Familie so ein wichtiges Thema war, dass das identitätsstiftend war zum Beispiel. Und dann kann es sein, dass man das Thema, egal auf was sich das jetzt bezieht, ob das jetzt Ansteckung ist und dann das Sterben oder ob das eine Spinne oder sonst was ist, es könnte sich eben auch darin verborgen sein, ein Thema, was eine familiäre Verstrickung beinhaltet. Und familiäre Verstrickung heißt immer, es ist viel schwerer, etwas aufzulösen, weil mit dem Auflösen eines Problems damit einhergeht, dass man zu der Familie nicht mehr dazugehört, in irgendeiner Form. Oder dass man nicht mehr befreundet ist mit irgendjemand oder was auch immer. Und zwar auf einer unbewussten Ebene. Also diese Blockaden sind ja rein unbewusst. Und da wir das nicht so genau wissen und auch vielleicht nicht jeder jetzt mit einem Muskeltest irgendwie gut arbeiten kann, ist es halt einfach so, dass man in den Klopftechniken das so macht, im Klopfverfahren, das einfach so macht, dass man es einfach aufgreift als eine psychische Umkehr, die möglicherweise eine Rolle spielt und die wird als Behandlungsthema eingebaut. Und das mache ich jetzt einfach mal. Dazu gehen wir hier wieder auf diesen Punkt, diesen heilenden Punkt, diesen Wundenpunkt. Du sprichst mal einfach wieder nach am besten, machst einfach das, was ich auch mache. Auch wenn ihr es nicht verdient haben sollte, diese Angst, mich anzustecken und die Angst vor dem Sterben vollständig zu verlieren, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich es nicht verdient habe, diese Angst, mich anzustecken, und dann qualvoll zu sterben, zu verlieren, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich es nicht verdient haben sollte, diese Angst, mich anzustecken und qualvoll zu sterben, zu verlieren, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Das war jetzt sozusagen eine psychische Umkehr, die ich angesprochen habe, dass ich es möglicherweise gar nicht verdient habe und das kommt gar nicht so selten vor. Also im Kontext von Geld, was ich ja gerne mache, so eine Geldthemen aufzulösen, spielt das eine große, große Rolle. Und bei anderen Themen natürlich ebenfalls. So, und jetzt klopfen wir wieder, fangen hier wieder an. GG24, Zirbeldrüse, das dritte Auge. Diese Angst in mir, mich anzustecken und qualvoll zu sterben. Achso, ich habe ja gesagt, Entschuldigung, mal zurück. Ich habe ja gesagt, wir nehmen die restliche. Einfach auch so als Anschauung nochmal. Also meine restliche Angst, mich anzustecken und qualvoll zu sterben. Meine restliche Angst in mir, mich anzustecken und qualvoll zu sterben. Das, was von dieser Angst noch übrig ist, mich anzustecken und qualvoll zu sterben. Thymusdrüse, das, was jetzt noch übrig ist,
von der Angst, mich anzustecken und qualvoll zu sterben. Kann jetzt auch vollständig gehen. Hänge ich jetzt einfach mal so mit dran. Einatmen und ausatmen. Ja, und jetzt merke ich schon bei mir, wie sich bei mir tatsächlich was gelöst hat jetzt hier mit diesen zwei Durchgängen und diesem Ansprechen dieses unbewussten Musters, dieser psychischen Umkehrung. Und wenn ich jetzt rate, wäre ich bei 3. Jetzt könnte ich es nochmal testen. Ja, es ist jetzt in Ordnung, zu dem Thema zu testen. Ja. Der Stress oder der restliche Stress, der jetzt in meinem Körper noch vorhanden ist bezüglich des Themas, ist 3. Nein, ist weniger als 3. Ja, liegt bei 2,5. 2,5. Also liegt bei 2,5 und 2,5 ist schon ganz gut. Und zum Abschluss mache ich ganz gerne, ich habe beim Fred Gallo gelernt und das ist irgendwie einfach eine gute Sache und lade dich dazu eben auch ein, nochmal an das Thema zu denken, was jetzt noch da ist, wie es jetzt noch vorhanden ist, also die Angst, sich anzustecken oder die Angst, die du gewählt hast oder die du noch wählen wirst. Während an dieses Thema gedacht wird, machen wir jetzt einfach nochmal die 9 Gammelpunkte hier. Das ist dieser hier, dieser Klopfserienpunkt. Also ich zeige es hier nochmal. Hier ist der kleine Finger, hier ist der Ringfinger in dieser Rinne hier. Das ist dieser sogenannte 9 Gammel, der fortwährend jetzt geklopft wird. Ich mache das jetzt hier runter, du siehst meine Hand jetzt nicht mehr, aber ich klopfe eben die ganze Zeit weiter. Während ich an dieses Thema natürlich denke nochmal, um einfach nochmal ein bisschen runterzukommen jetzt und das tatsächlich auch ein bisschen zu verfestigen im Organismus, sodass das auch ein bisschen länger anhält, die ganze Geschichte. Und dazu machen wir Folgendes, mach's einfach das, was ich auch mache, der Kopf bleibt die ganze Zeit gerade, einzige, was sich bewegt, sind deine Augen und das Summen und das laute Sprechen und das laute Zählen. Also, wir fangen an, klopfen währenddessen die ganze Zeit unverwandt weiter. Nochmal an dieses Thema denken, 2,5 war es jetzt gerade bei mir. Einmal die Augen schließen, Augen wieder auf, dann die Augen einmal scharf nach unten links, scharf nach unten rechts, scharf nach oben links, scharf nach oben rechts. Einmal die Augen im Uhrzeigersinn ganz langsam kreisen lassen. Ja, das merkst du vielleicht jetzt sogar, das geht geschmeidiger, als wenn du das am Anfang gemacht hättest. Dann wäre es viel größere Ruckelbewegungen gegeben mit den Augen. Jetzt entgegengesetzt des Uhrzeigersinns die Augen langsam kreisen lassen. Also desto weniger Stress da ist in der Augenmuskulatur, desto einfacher geht das, diese Bewegung. So, jetzt haben wir das. Jetzt summen wir einmal. Ich nehme immer gerne den Frühtau zu Berge. Reicht schon völlig aus. Dann ein langsam oder ein schnelles Zählen von 1 bis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laut und nochmal summen. So, dann nochmal tief einatmen und ausatmen. Jetzt könnte ich mich nochmal fragen, wo ich bin. Ich würde sagen, spontan bei 2. Das wäre nochmal ein halber Punkt runter. Und ich fühle mich auch tatsächlich besser. Ich merke das wirklich selber jetzt, auch wo ich hier geklopft habe. Das ist jetzt hier kein Fake oder sowas. Das ist tatsächlich eine echt sinnvolle Geschichte. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, einfach dran zu bleiben jetzt auch. Und nutze das, mach das bei allen Themen, die es irgendwie nur gibt. Und ja, und gerne, wenn du möchtest, abonniere meinen Kanal. Abonniere auch den Druck auf die Glocke. Dann bekommst du immer die Videos, die gerade irgendwie so dran sind. Ansonsten hast du natürlich auch die Möglichkeit, gerne dich auf meinem Kanal umzuschauen, von den vielen anderen Videos, die ich gemacht habe zum Thema Klopfen schon. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund. Komm gut durch diese Zeit und wenn das Thema nochmal auftauchen sollte, einfach denk an diese Übung, was wir hier gemacht haben und dann klopfst du und dazu wünsche ich dir Happy Tapping.
Okay, bis dann, dein Christoph.